Wir sind bei Autohaus Schumann und es gibt heute was ganz Tolles. Es gibt nämlich die komplette Transporter-Serie anhand von drei Modellen zu sehen, die wir für Sie exemplarisch hier ausgesucht haben. Hier ist einmal Peter Schumann. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, schönen guten Morgen. Ich darf Sie mal wieder herzlich bei uns im Autohaus begrüßen. Und wir wollen Ihnen heute mal keine PKWs vorstellen, sondern wir wollen unsere Transporterflotte mal heute im Teil vorstellen. Und das Ganze möchte ich aber übergeben an meinen Kollegen Klaus Weber-Jetzki, der bei uns im Haus der absolute Transporter-Spezialist ist und der auch die Gewerbekunden größtenteils bedient. Und der Klaus wird Ihnen jetzt in Ruhe vorstellen, was es von Hyundai an H350, so heißt das Modell, an unterschiedlichen Modellen gibt, wird Ihnen die Garantie erklären und die Ausbauten. Viel Spaß dabei. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Schumann. Da ist er schon, Klaus Weber-Jetzki. Wir haben schon direkt von Anfang an begonnen. Es gibt eine tolle Besonderheit. Ja, diese Fahrzeuge kennt man von der Form her, wenn man so ein bisschen guckt. Ja, die gab es von einem ganz großen deutschen Hersteller auf der Straße, liefen insgesamt, ich denke mal, so um die 10 Jahre und sind stark überarbeitet worden. Das heißt, man hat absolute Qualität hier, oder? Das ist absolut richtig. Das ist diese neue Palette, die wir haben, schon jetzt knapp seit 2 Jahren. Gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Wir haben bei diesen Fahrzeugen verschiedene Fahrzeuggrößen, verschiedene Längen. Garantie ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier im Transportermarkt haben. Wir haben bei diesen Fahrzeugen, sei es jetzt die kurze oder lange Version, 3 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Ohne Kilometerbegrenzung. Wir haben wahlweise, und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, wahlweise 5 Jahre Garantie begrenzt auf 200.000 Kilometer. Also hier kann der Kunde ganz frei wählen, was er im Prinzip an Garantieleistungen möchte. 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen, auch ohne Kilometerbegrenzung. Und wahlweise 3 Jahre Mobilitätsgarantie sowie Pannenabschleppservice oder wahlweise 5 Jahre. Also Sie merken schon, man kann in diesen Bereichen wählen, je nachdem, was der Kunde fährt, ja, wie viele Kilometer er fährt, wie lange er fährt, wie er die Fahrzeuge einsetzt. Kurierdienstfahrzeuge werden mit 3 Jahren mit Sicherheit ohne Kilometerbegrenzung laufen. Was Handwerker betrifft, die im Umkreis arbeiten, die werden mit Sicherheit diese 5 Jahre in Anspruch nehmen bis 200.000 Kilometer. Bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Die Fahrzeuge, gerade beim H350, mal ganz kurz noch zum Fahrzeug selbst. Das Fahrzeug, hochfeste Stahlkarosserie, ja, also zu 75% hochfester Stahl. Voll verzinkt, ja, zu 98. Voll verzinkt, das heißt, das, was man kennt von anderen deutschen Marken, ja. Wo hinten am, ja. Ich sag mal, ja. Hier, ich zeige nur mal diese Stelle hier, ungefähr hier, wo normalerweise Fenster sitzen, gibt es immer einen braunen Rostfleck runter. Ja, genau, das ist das, also wie gesagt, Karosserie ist voll verzinkt, also es wird mit legiertem Stahl geschafft und wie gesagt, hochfest. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Längen bei diesen Fahrzeugen. Es gibt eine Grundversion, die von der Länge her ungefähr 5,50 Meter misst. Dann gibt es die Version mit 6,50 Meter. Was wir hier haben, ist jetzt momentan die lange Version. Ja. Und lange ist lang. Wenn Sie das mal kurz lang aufmachen. Lang heißt lang. Ja, lang heißt wirklich lang. Also wir haben von der Ladefläche Länge her, das ist jetzt die längste Version, von der Ladefläche Länge her liegen wir hier bei 3,78 Meter. Wenn wir es mal umrechnen auf Europalette, passe also in dieses Fahrzeug 5 Europaletten. Ja? Das ist riesig. Also, das ist riesig, ja. Das ist ein riesiger Laderaum. Wir haben bei diesem großen Fahrzeug, also bei der L3-Version, einen Laderaumvolumen von 12,5 Kubikmeter. Das ist in der Klasse ist das sehr viel. Ja? Beim kurzen Radstand, also das heißt also knapp einen Meter kürzer, sind es immer noch 10,5 Kubikmeter und auch eine Laderaumlänge von 3,10 Meter. Also hier ist auch jeder Handwerker, egal was transportiert wird, bestens bedient. Ja, vom Zuladungsgewicht her sind wir bei diesen Fahrzeugen Nutzlast. Von der Nutzlast her ist auch ausstattungsabhängig, also geht es um die 1240 Kilogramm Nutzlast her. Die Möglichkeit besteht, verschiedene Ausbauten vorzunehmen. Ja, das ist hier so ein Fahrzeug jetzt ohne Ausbau. Das ist also in der Laderaum im Rohzustand. Auch ein gutes Merkmal, diese Trennwand. Ja, glatt nach unten, also keine Auswölbung.
wo uns behindert bei der Beladung. Wir haben 14 Zurpunkte im Fahrzeug drin. Ja, so, und die Möglichkeit des Ausbaus, die können wir Ihnen jetzt auch mal kurz zeigen, was es an Ausbaumöglichkeiten gibt. Beim Transporter, wir haben einen Kooperationspartner, das ist die Firma Bott, die ganz sich spezialisiert hat für uns von Hyundai beim H350 auch diverse Innenausbauten vorzunehmen. Als Beispiel haben wir jetzt mal die Innenausbaustufe 1. Das heißt also, wir haben hier einen wasserfesten verleimten Boden. Ja, diese Zurpunkte, diese 14, die ich eben angesprochen habe, sind abgedeckt. Wir haben komplett seitenhoch Verkleidungen. Ja. Auch hier links und rechts im Fahrgast, im Laderaum, Airline-Zurschiene, an der Stirnwand eine Airline-Zurschiene. Es gibt auch eine weitere Ausbaustufe mit Zurschienen in der Bodenplatte, mit Zurschienen an der Decke, mit verschiedenen Spannstangen. Ja, Gurte sind mit dabei. Also das ist jetzt eine Ausbaustufe, wie gesagt, von unserem Kooperationspartner, der Firma Bott. Auch andere Firmen, also der Innenausbau passt natürlich auch von anderen Firmen, aber hier sind wir ganz speziell, bei der Firma Bott ist es so, die haben sich ganz speziell auf den H350 jetzt spezialisiert. Es sieht gut aus. Sieht gut aus. So, auch hier, es gibt also verschiedene Ausstattungsvarianten. Beim H350, wie gesagt, bei dem L2, das ist die kurze Version, die ich eben angesprochen hatte, die fängt also netto an bei ungefähr 19.990 Euro. Das ist aber auch schon ein Gewerbepreis, also für einen Handwerker. Und die L3-Version, da liegen wir ungefähr so bei 21.000 Euro netto. Genau, das heißt ohne Mehrwertsteuer. Ohne Mehrwertsteuer. Was dazu da ist, das ist günstig. Ja. Man kriegt für 20.000 Euro... Für 20.000 Euro ein komplettes Auto. Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zum Innenraum gehen, bei der Profi-Version ist es so, also wir haben bei der Profi-Version immer vom Fahrgastraum her Fahrersitz, Beifahrer-Doppelsitz dementsprechend. Ja, es ist ein Multifunktionslenkrad vorhanden, sicherheitstechnische Ausstattung, das Fahrzeug hat also Berganfahrhilfe, es hat Fahrer-Airbag, auf Wahlweise Beifahrer-Airbag, Gurtstraffer sind mit im Programm, es hat einen Überschlagschutz. Ja, und eine fahrdynamische Regelung, das heißt also auch eine Anti-Schlupfregelung. Alles ist bei diesem Fahrzeug serienmäßig mit dabei. Elektrische Fensterheber, spiegelelektrisch, Tempomat bei der Profi-Version ist schon serienmäßig mit dabei. Gestaltet ist der Innenraum vom Fahrgastraum her schon fast wie bei einem Pkw. Es ist also auch für größere Fahrer kein Problem, hier bequem zu sitzen. Dieser Anspruch sollte auch da sein. Weil diese Fahrzeuge, wenn sie auf längere Strecke eingesetzt wären, sollte auch der Fahrer sicher und bequem fahren können. Nahverkehrstauglich, ja. Und nahverkehrstauglich, ja. Es ist also, wie man sitzt in der Sitzposition, wie bei einem Pkw. Und es ist auch vom Innenraum her sehr viel Platz vorhanden. Ja. Es gibt auch zwei Leistungsvarianten vom Motor her. Also wir arbeiten hier mit einem 2,5 Liter Dieselmotor. Einmal in der Version mit 150 PS und einmal in der Version mit 170 PS. Beides Euro 6 Fahrzeuge. Ja. Genau, wenn Sie so lieb sind, einmal mal kurz vorne aufmachen, das müssen wir sehen. Das können wir tun. Der Motor ist nämlich bezugnehmend auf die 5 Jahre Garantie mit einer Kilometerbegrenzung von 200.000. Das heißt für den Handwerker 40.000 im Jahr ist ja für diverse Handwerker durchaus schon viel. Mit Sicherheit, ja. Und der Motor ist erprobt, ja? Der Motor ist erprobt. Das ist also eine Eigenkonstruktion von Hyundai. Das ist ein 2,5 Liter Dieselmotor, ja, und mit einem sehr hohen Drehmoment. Und von der Beladung her, wie gesagt, von der Zuladung her, hat er also keine Probleme, 1200 Kilometer zu transportieren. Zusätzlich haben wir natürlich bei diesem Fahrzeug, wenn es mit Anhängerkupplung ausgerüstet wird, eine Anhängelast in der Grundversion, in der kurzen und der langen Version von 3 Tonnen. Von 3 Tonnen. Und dann mit einer speziellen Hinterachsübersetzung ist es so, dass wir auch die 3,5 Tonnen erreichen. Ja. Fahrzeug hat dann zusätzlich das Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und wie gesagt eine maximale Anhängelast von 3,5 Tonnen mit der dementsprechenden Hinterachsübersetzung. Also ich muss das nochmal wiederholen. Sie haben
3 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Ja, 3 Jahre Garantie ohne. Ist das nicht Selbstmord? Nein, das ist kein Selbstmord. Also man sieht daran, dass der Hersteller auch sagt, okay, der hat Vertrauen in sein Produkt, wie gesagt. Und auch diese 5 Jahre bis 200.000 Kilometer, da sieht man dran, dass es also von der Qualität her, ja, vom Motor her alles, dass das wirklich was darstellt. Mhm. Ja? Und der Hersteller, wie gesagt, ist sich aus seiner Sache ganz, ganz sicher. Genau, das Fahrzeug ist von einem ganz, also sagen wir mal so, die Karosserie kennt man von der Form her. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn Sie das Auto mal so ein bisschen betrachten. Ja, wenn man es so aus der Nähe betrachtet. Aus der Ferne, ich zeig's mal aus der Ferne. Es gibt Ähnlichkeit mit einem Sprinter, ja. Es gibt Ähnlichkeit mit dem Sprinter, das ist wirklich so von der Größenordnung her und vom Fahrgastraum her. Wobei Hyundai natürlich in den einigen Details, wie soll es anders sein, auch etwas besser ist als der Sprinter. Ja, genau. So. Ja, wenn man mal so genau hinguckt, im Prinzip war das mal ein ehemaliges Produkt, ja, hier aus Deutschland, muss man dazu sagen. Und ich glaube, dass die Fabrik abgebaut wurde und dann irgendwo aufgebaut wurde und herausgekommen ist, eines der meistverkauftesten ehemaligen Nutzfahrzeuge, die es gab. Ja. Und die sind hier, ihr verkauft die ohne Ende, oder? Wir verkaufen ja viele. Momentan ist also die Nachfrage relativ groß nach diesen Fahrzeugen. Wir haben auch leider Gottes etwas längere Lieferzeiten bei diesen Fahrzeugen. Wie lang sind die? Lieferzeiten, je nach Verfügbarkeit, geht das von 3 bis 6 Monate. Ja. Je nach Ausführung, es gibt ja verschiedene Ausführungen, auch verschiedene Ausstattungsvarianten. Also da muss man dann schon etwas momentan mit längeren Lieferzeiten rechnen. Die sich aber nächstes Jahr, ab Januar, wird sich das Ganze etwas verbessern. Dann wird auch die Produktionskapazität etwas erhöht werden. Und dann wird es auch von den Lieferzeiten her so sein, dass man relativ zügig dann liefern können. Okay, da vorne ist auch eine Pritsche. Jawohl. Das ist natürlich ein Traum, ja, für jeden Straßenbauer, Landschaftsbauer. Ja. Es gibt dieses Fahrzeug auch natürlich jetzt ohne, also dieser Kastenwagen Cargo, gibt es auch als Fahrgestell. Das heißt also, es gibt auch die zwei Fahrgestelle, einmal eine kurze Version, einmal eine lange Version. Ja. So, und in Kooperation mit unserem Aufbaupartner Henschel, ja, wird dieses Fahrzeug lieferbar als Pritsche in einer. Hier ist die lange Version, also eine Pritsche von 3,80 Meter Länge, 2 Meter Breite, Stahlrahmen, Aluminium, Leichtaufbau, sodass wir die Nutzlast bei dieser Pritsche auch noch im Bereich von knapp 1100 Kilo haben. Es gibt dieses Fahrzeug weiterhin als 3-Seiten-Kipper, auch in Kooperation mit der Firma Henschel, also Hyundai Henschel. Ist auch wahrscheinlich bezahlbar, oder? Ist bezahlbar. So eine Pritsche, wie sie hier jetzt ist, ohne diesen von Bott, diesen Zusatzcontainer, liegt im Preisbereich netto von knapp 4.800, 4.900 Euro. Ja, mit Montage. Die natürlich auch geleast werden kann. Die kann finanziert werden. Wir haben hier Sonderkonditionen auch für Gewerbetreibende im Leasing, in der Finanzierung. Hier ist es als Beispiel, wie gesagt, jetzt mal diese lange Pritsche. Es gibt sie in kurzer Version noch, diese Pritsche. Auch für die Pritsche und den Kipper, wie gesagt, verschiedene Aufbauten nochmal von der Firma Bott, wie hier jetzt dargestellt, dieser Bottainer, so nennt er sich. Sehr schick, muss man sagen. Sehr schick aus Aluminium. Natürlich der Traum eines jeden Handwerkers. Ja, eines jeden Handwerkers. Also man sieht ja auch viele Fahrzeuge, die ihre Sachen dann dementsprechend irgendwo an dieser Stirnwand befestigen. Hier haben wir also eine relativ große Box, wo man auch mal Werkzeuge, Geräte, alles im Prinzip, auch elektrische Sachen, Werkzeuge im Prinzip abschließen kann, dass sie nicht wegkommen. Ja, genau, ist ja auch klar. Dass sie nicht wegkommen. Was wir leider nicht im Programm haben, noch zu erwähnen, ist momentan noch nicht eine Doppelkabine. Könnte durchaus sein, dass das irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr noch kommt. Momentan ist aber aktuell, wie gesagt, dieses normale Pritsche mit 3 Sitzen vorne als L3. So, ich zeige es nochmal ganz kurz. Sie haben was ganz Tolles. Ist eine monatliche Leasingrate, ist jetzt für den gewerblichen Bereich natürlich jetzt ein Angebot nur für gewerbliche Kunden ab 199 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Vom Grundmodell her ist das möglich von der Leasingrate her. Aber hier ist es einfach so, man muss es individuell ausrechnen. Wir haben also sehr gute Leasingkonditionen und sehr gute Finanzierungskonditionen. Es kommt natürlich auch auf die Ausstattung an des Fahrzeuges, auf den Innenausbau an. Also hier muss man wirklich vor Ort dementsprechend auch diese Leasingrate und diese Angebote ausrechnen.
So, wenn ich jetzt für mich sage, ich will das Auto einfach mal sehen, ausprobieren. Ihr habt Fahrzeuge hier zum Ausprobieren? Wir haben Fahrzeuge hier zum Ausprobieren. Wir haben also immer im Bestand, also was man ausprobieren kann, diese Vorführfahrzeuge, sei es mit 150 PS, sei es mit 170 PS. Auch hier kurzfristig mit Terminabsprache ist es hier möglich, auch mal so ein Fahrzeug auszuprobieren, ja, zu testen. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, am 21. Oktober und 22. Oktober bei uns im Haus von 10 bis 16 Uhr machen wir erstmalig für diese Transporter auch eine Gewerbeschau. Auch hier der Transporterbereich, H350, Pritsche, es wird ein Kipper zu sehen sein. Wir haben den H350 Bus, es gibt ihn auch als Bus, als 14-Sitzer. Ja. Wow. Gibt es auch, den werden wir auch im Haus haben. Also wir werden die Gesamtpalette, was H350 betrifft, mit Innenausbauten, ja, mit Sonderzubehör und so weiter, an diesen beiden Tagen im Haus haben. So, also was das Besondere hier ist, nicht nur ein tolles Auto, in ganz vielen verschiedenen Längen mit unglaublich vielen Möglichkeiten im Innenausbau. Ja. Hier sieht man es ja nochmal, sondern wir haben auch eine exorbitante Garantie, die in der Form, habe ich die noch nie gehört. In der Form gibt es die auch im Vergleichsweise bei den Mitbewerbern nicht. Also in dieser Form, wie wir sie haben, mit diesen 3 Jahren oder 5 Jahren bis 200.000 Kilometer und 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, die gibt es also in dem Bereich, im Transporterbereich, sonst nirgends. Super. Die sind seit 2 Jahren auf der Straße. Ihr habt gerade, ich habe einen Getränkelieferanten, der hat einen, ja. Ja. Der ist ganz zufrieden. Ja, der ist ganz zufrieden, wie gesagt. Also bis jetzt ist die Resonanz bei diesen Fahrzeugen, das, was wir bis jetzt verkauft haben, auch wo wir uns mit den Kunden nochmal unterhalten haben, also ist sehr gut, sehr positiv. Ja. Und bei vielen auch angedacht, weitere Fahrzeuge auch im Fuhrpark anzuschaffen. Das spricht also für dieses Fahrzeug, für die Qualität des Fahrzeuges. Und auch Langzeitqualität. Wir haben Kurierdienste im Kundenbereich, die im Jahr so circa um die 70, 80, 90, 100.000 Kilometer fahren und wirklich hochzufrieden sind. Was auch wichtig ist, auch die Fahrer, die dieses Fahrzeug fahren, sind mit der Ergonomie, was sie im Fahrgastraum haben, mit der Bedienung, mit der Übersichtlichkeit der Instrumente und so weiter, also voll zufrieden. Genau, es gab da ja damals so Schwachpunkte, wie zum Beispiel die entsprechende Verstellung bei der Heizung, die immer kaputt ging und hauptsächlich der Rost, ja, man hat ja kaum diese Autos gesehen ohne Rost, nachdem sie 6, 7 Jahre alt waren, der Lack war immer matt, also ich denke mal Hyundai... Hyundai hat hier in dem Bereich viel getan, wie am Anfang schon angesprochen, diese 75% hochfester Stahl, dieser Spezialstahl, dient natürlich auch zu einer hohen Sicherheit des Fahrzeuges, ja, einer Steifigkeit, einer Festigkeit der Karosserie. Es gibt nicht viele, die voll verzinkt haben, die Karosserie, also zu 100% voll verzinkt und dann dementsprechend auch noch mit 98% legiertem Stahl bei diesen Fahrzeugen arbeiten. Also qualitativ absolut Top-Produkt. Sagt Klaus Weprajetzki. Er kennt sich wirklich gut aus. Er kannte nämlich auch 14 Zurpunkte, die habe ich mir jetzt auch schon gemerkt, ja, in den Fahrzeugen. Wenn ich jetzt Lust habe, das Fahrzeug mal kennenzulernen, wende ich mich am besten direkt mal an Sie, oder? Sie können sich an mich wenden, also Sie können gerne Termin vereinbaren, bei uns einfach im Haus anrufen, Termin vereinbaren oder einfach vorbeikommen und sich die Fahrzeuge anschauen. Es sind immer Fahrzeuge vor Ort, wo man sich anschauen kann. Auf ist von wann bis wann? Auf von der Öffnungszeit her sind wir morgens da vom Verkauf her bis 8 bis 18 Uhr und wir sind samstags da von 8:30 bis 13.30 Uhr. Auch hier besteht die Möglichkeit und wie nochmal auf dieses Wochenende hingewiesen, natürlich am 21. und 22. Oktober 2017, falls jemand diesen Film später nochmal sieht, ja, bitte genau. 2017. Von 10 bis 16 Uhr, wie gesagt, dann haben wir auch mehrere Fahrzeuge da, verschiedene Ausbauvarianten. Es wird, wie gesagt, der große Bus wird auch da sein, Kipper wird da sein. Von der Firma Bott werden wir auch ein Fahrzeug. Ich komme mal vorbei, ich verspreche Ihnen das. Ja, also dann filme ich nochmal. So, machen wir es. Herr Weprajetzki, vielen, vielen Dank. Mach noch eine ganz kurze Abmoderation. Wir sind beim Autohaus Schumann hier in Saarbrücken-Burbach und haben uns heute mal so einen kleinen Überblick verschafft über die Fahrzeugpalette der neuen Transporter von Hyundai mit 5 Jahren Garantie, 200.000 Kilometer oder 3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung zu unglaublich günstigen Leasingraten. Ja, vielen Dank für das nette Interview. Tschüss. Tschüss.